Das Entsorgungszentrum in Leverkusen-Bürrich. Ein wichtiger Bestandteil des Chempark Leverkusen. 4 Verbrennungsanlagen, eine Sonderabfalldeponie und ein Gemeinschaftsklärwerk der Currenta Umwelt entsorgen in einem weltweit einzigartigen Verbund chemisch belastete Sonderabfälle und Abwässer aus Industrie und Kommunen. Sicher, umweltgerecht und kostengünstig. Abfälle jeglicher Konsistenz und Zusammensetzung werden per LKW angeliefert. Nach dem Wiegen und der Überprüfung der Abfallbegleitpapiere werden die Abfälle nun in unterschiedliche Bereiche aufgegeben. Feste Abfälle werden in den sogenannten Bunker abgekippt. Kleine Gebinde werden über den Gebindeaufzug und flüssige Abfälle mit einem Flammpunkt größer als 100 Grad Celsius über Absetzcontainer transportiert. Die hochgiftigen Chemie- und Sonderabfälle werden in 2 nebeneinanderliegenden Drehrohren und der angeschlossenen Nachbrennkammer bei Temperaturen über 1100 Grad Celsius verbrannt. Der größte Teil der Anlage dient der Energierückgewinnung und der Rauchgasreinigung. Die Energie der heißen Rauchgase wird in Dampf umgewandelt. Dieser wird in das Netz des Chemieparks eingespeist und für die Produktion oder Stromerzeugung genutzt. Die gesetzlich vorgegebenen Emissionsgrenzwerte werden hierbei dauerhaft unterschritten. In ausreichendem Abstand zu den heißen Drehrohren befindet sich die Übernahmestation für flüssige Sonderabfälle mit einem Flammpunkt unter 100 Grad Celsius. Neben Absetzcontainern sorgen Lagertanks mit einem Fassungsvolumen von 1400 Kubikmetern für die Bewältigung großer Abfallströme. Anfallende Aschen und Schlacken werden auf der eigenen Sonderabfalldeponie geordnet eingelagert, die Waschwässer im Gemeinschaftsklärwerk gereinigt. Zwei Millionen Liter biologisch abbaubarer Abwässer laufen pro Stunde vom Chempark Leverkusen durch einen unterirdischen Stollen in das Gemeinschaftsklärwerk nach Bürrich. Dort wird es durch die Übernahmestation aufgenommen. Das stark saure Abwasser muss mit Kalkmilch neutralisiert werden, damit die abwasserreinigenden Bakterien optimale Bedingungen vorfinden. Circa 50 Millionen Liter Werksabwasser und 50 Millionen Liter kommunale Abwässer treffen täglich im Pumpenhaus zusammen. Sie werden in die nachfolgenden Türme und Becken gepumpt. Gewaltige Stapeltanks mit insgesamt 85 Millionen Litern Inhalt werden als Puffer zwischen die Türme und Becken geschaltet. So werden die Bakterien immer mit der gleichen Menge und Qualität an Abwasser versorgt. 10 Großbehälter trennen das gereinigte Abwasser von abgestorbenen Bakterien. Die Turmbiologie ist durch 4 jeweils 30 Meter hohe Türme gekennzeichnet und für die biologische Reinigung der Chemieabwässer zuständig. Die Abluft der abgedeckten Türme wird in der zentralen Abluftverbrennung verbrannt. Die kommunalen Abwässer werden mit etablierter Beckenbiologie gereinigt. Der bei der Abwasserreinigung anfallende Klärschlamm, ca. 80.000 Tonnen jährlich, wird vorbehandelt und abgepresst. Ein Lorensystem überführt die festen Rückstände zur Verbrennungsanlage. Die Grundfläche der Sonderabfalldeponie umfasst 65 Hektar. Hier können über 20 Millionen Kubikmeter Abfälle deponiert werden. Diese müssen langfristig lagerfähig sein. Die genaue Position des Abfalls wird präzise dokumentiert. Mehrere Abdichtungssysteme schützen das Grundwasser. Die Basis der Deponie besteht aus einer 50 cm dicken mineralischen Dichtungsschicht,
einer 2,5 mm starken Polyethylenplatte sowie Drainagerohren, die Regen-Sickerwasser auffangen und in die Kläranlage leiten. Sichtbar sind Zwischenabdichtungen aus schwarzem Polyethylen. Diese werden, sobald die Abfälle eine Höhe von 10 Metern erreichen, aufgebracht. Später werden diese Flächen begrünt. Die Deponie wird, gleichbleibendes Abfallaufkommen vorausgesetzt, bis zum Jahre 2070 Abfälle aufnehmen. Das Entsorgungszentrum in Bürich. Ein Garant für die gesicherte und umweltgerechte Entsorgung von chemiebelasteten Sonderabfällen.